Ja, Carsten und ich nehmen Sie jetzt mal mit raus ins Grüne, denn da wollen wir doch jetzt wieder hin. Der Frühling ist da und der Sommer, der kommt natürlich auch wieder. Und da muss man mal so richtig alles schön sauber machen. Der Winter hat wirklich lange genug seine Spuren hinterlassen. Ja, und jetzt möchte man vielleicht auch mal wieder den Grill anschmeißen, aber der hat vielleicht auch noch so das ein oder andere bisschen Dreck an sich kleben. Das muss man natürlich entfernen, vielleicht auch mal die Fahrräder oder auch mal die Gartenmöbel. Und das geht jetzt wirklich richtig einfach. Ich sag Ihnen sogar, das macht Spaß mit dem Produkt, was wir Ihnen jetzt präsentieren. Jetzt können Sie natürlich losgehen und erstmal eine ordentliche Wurzelbürste kaufen und irgendeinen Reiniger Ihrer Wahl. Und dann geht's so. Pff, mal richtig in die Hände rein und dann olé, mit der Bürste drüber. Da sind Sie in 4 Tagen ungefähr dort, wo Sie mit so einem Hochdruckreiniger wahrscheinlich innerhalb von 1 oder 2 Stunden sind. Einmal klar Schiff gemacht, rund ums Haus, was man dafür braucht. Besonders als Mann ist einfach nur ein vernünftiger Hochdruckreiniger. Jetzt habe ich in den letzten Tagen natürlich hier und da mal ferngesehen, auch mal in die Werbung reingeschaut. Und gerade für Hochdruckreiniger ist sehr viel Werbung gemacht worden. Das ist Ihnen vielleicht auch aufgefallen. Und dann habe ich mir natürlich mal den Spaß gemacht, bin mal ins Internet, habe mir mal die Homepages angesehen. Ja, so bei 250, 300 Euro geht mal so ein halbwegs vernünftiger Hochdruckreiniger los. Nicht zu unserer, wir sind bei deutlichst unter 100 Euro. Und glauben Sie mir eins, dieses Gerät sucht meines Erachtens seinesgleichen. Ist klein, ist handlich und vor allen Dingen richtig ordentlich druckstark. Mit bis zu 110 Bar kriegen Sie wirklich einmal rund ums Haus alles das sauber, was Sie sauber machen möchten. Alles, was Sie brauchen, ist ein Wasseranschluss und ein Stromanschluss und dann kann es losgehen. Und wenn ich sage klein und kompakt, dann kann ich Ihnen das mal zeigen. Hier mit 2 Fingern. Monika, heb du den mal gerade hoch. Ja, sehr gerne. Ja, so ein klassischer Hochdruckreiniger. Wiegt natürlich mitunter auch gerne mal 20, 30 Kilo. Richtig. Und ich weiß nicht, ob Sie sowas dann eben mal schnell irgendwo mit hinnehmen möchten. Den hier können Sie ganz platzsparend zusammenpacken. Ich habe jetzt hier mal die Lanze schon draufgepackt, also die Sprühlanze hier vorne an den Griff dran. Das könnte man theoretisch gesehen auch noch auseinandernehmen und vorne ans Gerät ranpacken. Da vorne ist auch noch diese kleine Flasche mit dazu. Also das ist schon eine ganz, ganz coole Angelegenheit. Und wenn Sie ihn einsatzfähig machen möchten, dann müssen Sie nichts anderes machen, als hier die Lanze rausnehmen und, den entsprechenden Druckschlauch. 5 Meter haben Sie übrigens Zuleitung von der entsprechenden Stromzufuhr und noch mal 5 Meter für den eigentlichen Druckschlauch. Und dann kann es richtig ordentlich losgehen. Ob Sie das jetzt punktgenau machen, wenn Sie jetzt einen ganz bestimmten Punkt haben, der vielleicht ein bisschen hartnäckiger war, wo sich mal der ein oder andere Vogel verewigt hat. Sie wissen, das kann natürlich im Laufe von Wochen und von Monaten richtig angebacken sein. Ich kenne das von meiner Überdachung, von meinem Balkon. Da hat sich also auch mal eine Taube mal so richtig frei gemacht. Eine Riesensauerei und selbst bei strömendem Regen kriegst du es gar nicht wirklich weg. Mit dem richtigen Druck geht das Ganze. Sie können das Ganze aber natürlich auch so einstellen, dass Sie etwas flächiger damit sauber machen können. So, und jetzt mal zu den Stellen, die man eigentlich reinigen möchte. Ich weiß, dass viele, und das höre ich immer wieder im Bekannten- und Freundeskreis, ein bisschen zurückschrecken bei Hochdruckreinigern, weil die schnell mal 130, 140 Bar Druck erzeugen können. Und wenn wir jetzt hier mal von einem Fahrrad beispielsweise sprechen, was vielleicht jetzt auch gerade mal bei dem schönen Wetter wieder flott gemacht werden sollte, was aber dann doch lackiert ist beispielsweise, oder mal bei einem Grill, ja, der ist jetzt komplett aus Edelstahl, es gibt auch welche, da ist Emaille drauf und so weiter, da kann der Druck mit 130, 140 Bar meinem handelsüblichen Reiniger aus dem Baumarkt oder aus dem Fachhandel mitunter schon mal fast zu groß sein. 110 Bar ist kraftvoll genug, um also wirklich jegliche Art von Verschmutzung ohne weiteres zu entfernen, aber es lässt Ihren Lack in Ruhe, ja, gleich. Das gilt übrigens auch für Holzoberflächen. Vielleicht haben Sie eine schöne Bungee-Reihe-Terrasse oder grundsätzlich auch mal ein paar Natursteine hinten auf der Terrasse drauf. Und kennen Sie das, wenn da mal so ein kleiner Spalt oder was drin ist, wenn Sie damit zu viel Druck drunter gehen, dann fliegt Ihnen das zur Not mal weg. Bei 110 Bar Druck ist das so in dieser Form nicht möglich. Sie können den Druck übrigens auch noch runterregulieren, wenn Sie das möchten. Also genauso, wie Sie es haben wollen. Naturgemäß und den Umständen entsprechend, in denen wir hier gerade präsentieren, kann man natürlich das Gerät nicht zum Einsatz bringen. Sie werden uns das nachsehen, dass wir hier in einem Fernsehstudio nicht mit Wasser hantieren können. Das geht nicht bei den Preisen unserer Kameras, aber ich glaube, Sie können sich das in etwa vorstellen. Vielleicht noch ein paar Worte zum Gerät selber. Sie haben hier, und das finde ich ganz fantastisch, eine Aufwickelmöglichkeit für den entsprechenden Stromanschluss. Nochmal, sind 5 Meter Zuleitung. Wir werden also auch gleich nochmal eine Verlängerungsmöglichkeit finden. Und hier haben Sie natürlich auch schon den entsprechenden Aufsatz mit dabei. Wenn Sie mal hartnäckige Verschmutzungen, zum Beispiel mal auf Holzmöbel oder mal bei diversen anderen Geschichten einfach mal vorher einweichen möchten, dann tun Sie das bitte hiermit. Mit dieser Geschichte wird ganz einfach nur auf die Lanze vorne aufgesetzt, werkzeuglos selbstverständlich, einfach hier ein bisschen
Wasser rein und ein wenig Reiniger Ihrer Wahl. Und dann kann man das Ganze mal vorher einsprühen und ein bisschen einwirken lassen, bevor man dann mit dem richtig hohen Druck rangeht. Wie gesagt, ist alles hier im entsprechenden Gerät schon mit implementiert. Und das Schöne ist, wenn Sie jetzt einen klassischen Anschluss für den Wasserschlauch haben im Garten, passt ein klassischer Klickanschluss drauf. Sie können aber auch ohne weiteres mal ohne einen Wasseranschluss arbeiten. Wenn Sie sagen, ein Hochdruckreiniger ohne Wasseranschluss, wie soll das denn funktionieren? Ganz einfach. Sie nehmen ein Stück Gartenschlauch zum Beispiel mit dem entsprechenden Klickanschluss und das andere Ende befestigen Sie jetzt nicht irgendwo am Wasserhahn, sondern legen das andere Ende des Gartenschlauchs vielleicht ganz einfach mal in eine Regentonne oder vielleicht mal in einen Bachlauf oder in einen Eimer mit Wasser gefüllt zum Beispiel. Der hat eine eingebaute Pumpe. Das heißt, der kann also auch Wasser ganz einfach aus einem Behältnis heraussaugen. Und dann können Sie ganz einfach eben auch mal an einer Stelle, wo Sie normalerweise keinen Wasseranschluss zur Verfügung haben, eben hier mal mit ordentlich Hochdruck sauber machen. Der ein oder andere wird vielleicht Campingmobil, ist für die Pfingstfeiertage aus dem Winterquartier holen. Wenn du den nach so 3-4 Monaten mal nach einem langen, harten Winter mal anschaust, dann kommen dir eher mal die Tränen. Ja, dann gehst du eher mal hin, nimmst dir mal so einen Hochdruckreiniger und sprühst den vielleicht mal ab, nimmst den mal mit an der entsprechende Stelle und machst ihn ganz einfach mal sauber. Patina ist eine Sache, sage ich immer dazu, gerade wenn Balkon oder Terrasse oder vielleicht auch mal der Eingangsbereich oder die Zufahrt zu Ihrer Garage ein bisschen gelitten haben, wenn da mal Grünspan drauf ist oder was, das ist optisch natürlich häufig eine Beeinträchtigung. Es ist aber gerade auch bei glatten Fliesen auf Ihrer Terrasse mitunter auch eine ganz gefährliche Angelegenheit. Sie kennen das selber, wenn da Patina drauf ist, dann wird das eine ganz schön glitschige Angelegenheit. Aber richtig glitschig. Und wenn man da nicht aufpasst, dann liegt man schneller mal auf der Nase. Im schlimmsten Fall bricht man sich was. Also da bitte nicht nur eine optische Geschichte, sondern eben auch eine Geschichte zur eigenen Sicherheit. Alles in allem muss ich sagen, finde ich den ganz fantastisch. Wir haben ihn getestet, das kann ich Ihnen an dieser Stelle noch mit auf den Weg geben. Er arbeitet zuverlässig und für den Preis kann ich den absolut nur empfehlen. Ja? Also ein tolles Modell. Ja, der Preis ist der Wahnsinn. Aber wie viel Sie denn sparen, schauen wir doch mal und werfen erstmal einen Blick auf den Preis bei Pearl.de und hier sehen wir, wären wir bei 100 Euro regulär, aber Sie sind clever, Sie schauen Pearl TV und Sie bekommen natürlich hier unseren fantastischen TV-Sonderpreis und der liegt hier bei unserem Hochdruckreiniger mit der Multilanze und der Schaumdüse bei nur 79,99 €. Das ist wirklich ein super Preis und bitte seien Sie wirklich schnell hier beim Bestellen, denn auch letztes Jahr waren die Verkaufszahlen extrem hoch, weil es hiermit einfach extrem viel Spaß macht. Deshalb seien Sie schnell, die ZX7340 und die 569, die Bestellnummer. Und damit macht das Saubermachen wirklich richtig Spaß. Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sagen werde. Aber hiermit ist das wirklich der Fall und ich finde es auch noch äußerst praktisch. Wir zeigen natürlich auch gleich noch ein Verlängerungskabel mit 5 Metern. Also damit kommen Sie dann wirklich überall hin. Ich habe vor kurzem, letztes Wochenende war das, am letzten Samstag, habe ich meine Nachbarn dabei beobachtet, wie sie einmal rund ums Grundstück, speziell hinten im Gartenbereich, mit einem Hochdruckreiniger alles sauber gemacht haben. Unter anderem auch das Klettergerüst von den Kindern. Die haben die Pergola mal sauber gemacht. Die haben also diese Holzvertäfelung mal sauber gemacht. Diese kleine spanische Wand, die sie da hatten. Also war alles innerhalb von Sekundenbruchteilen war das wieder ausgereinigt. Aber auch die hatten eine Verlängerungsschnur mit dabei. Nochmal 5 Meter Kabel haben sie hier für den ordentlichen Stromanschluss. Wenn sie vielleicht nochmal 5 Meter extra brauchen oder einfach nochmal ein bisschen mehr Spiel haben möchten, empfehlen wir ihnen ein outdoor geeignetes Verlängerungskabel. Outdoor geeignet deswegen, weil hier in dem Fall, wenn Sie es nicht brauchen, natürlich eine entsprechende Klappe drauf ist. Das macht das Ganze also auch mal geschützt für mitunter mal hier so das Morgentau oder sowas. Aber auch wenn man Flüssigkeit austreten sollte an anderer Stelle, ist dieses Kabel entsprechend geschützt. Stark geschirmt und vor allen Dingen bruchsicher gemacht. Da werden Sie viele Jahre Freude mit haben, genauso wie mit Ihrem neuen Hochdruckreiniger. Also alles in allem ein schönes Paketchen, was wir hier haben. Ja, hervorragend. Das Verlängerungskabel am besten auch direkt mitbestellen. Das kann man ja auch so immer richtig gut gebrauchen. Und für den Preis 18,99 € für 5 Meter ist natürlich fantastisch. Aber kommen wir noch mal auf unseren Hochdruckreiniger zu sprechen, hier mit dieser praktischen Multilanze und eben auch noch der Schaumdüse. Und die ist wirklich auch super praktisch. Da kann man dann einfach mal auch Schaum einfüllen oder Reinigungsmittel. Und damit geht wirklich alles richtig schnell sauber. Und wie gesagt, es macht Spaß. Und es geht auch noch richtig leicht. Also damit würdest du doch jetzt wirklich alles mal gerne sauber machen, oder? Hättest du gerne, oder? Würde ich mit Kusshand machen. Ich finde, es ist schön, mit einem Hochdruckreiniger zu arbeiten. Ja. Du gehst mal eben drüber, oh, so eine Fläche, so ein Fahrrad, so ein Grill oder auch mal Gartenmöbel oder sowas alles und innerhalb kürzester Zeit sieht man das richtige Ergebnis und da geht man natürlich auch wieder gerne raus, wenn das Wetter passt. Ja? Ja, deshalb unbedingt jetzt hier zu unserem fantastischen TV-Sonderpreis bestellen und dann ist bei Ihnen auch bald wieder alles richtig sauber und Sie können Ihre Gäste empfangen.